Vielleicht mal zuerst hier in Kamala. Was ist im Moment los? Was gibt es Neues aus der Kokosnuss? Naja, wir sind gerade ein bisschen am Umbauen. Wir tun neue Klimaanlagen rein, weil wir machen eine Klinik in die Kokosnuss. Lasst euch überraschen, was da rauskommt dabei. Also wir haben zu tun und wir hoffen natürlich, dass jetzt durch diese Änderungen auch wieder mehr Geschäft zu uns kommt oder nach Kamala. Und da wird es dann, wie gesagt, demnächst Neuigkeiten auch aus der Kokosnuss geben. Da wollen wir aber nicht zu viel im Vorfeld verraten. Also seid gespannt, liebe Kokosnuss- und Kamala-Fans, wenn ihr hierher kommt. Die Dröhnung ist euch sicher, hätte ich mal fast gesagt. Die Frage ist, kommt man denn überhaupt nach Mallorca oder nach Thailand? Du hast es mitbekommen, in Deutschland die Situation, die Flughäfen machen schlapp. Die Leute teilweise 10, 12 Stunden am Check-in-Schalter finden ihre Koffer nicht mehr. Die Flüge gehen ohne die Leute raus. Die Leute klappen zusammen. Viele ältere Leute haben Riesenschwierigkeiten. Ein Chaos hoch 10. Was ist los in Deutschland? Natürlich sollte man in erster Linie seinen eigenen Leuten erst einmal helfen und seinem eigenen Land, bevor man dann nach andere Länder geht. Anderen Ländern zu helfen ist natürlich wichtig. Aber du hilfst natürlich auch nicht, wenn du jede Menge Leute bei dir reinnimmst, ins Land, die gar nicht zu dir passen, die ja ganz andere Ideologien haben, lieber im eigenen Land helfen. Aber wir haben ja dann, sind ja irgendwelche Kriege in dem Land, Hungersnöte oder was weiß ich was, dann kommen sie halt zu uns, weil sie dieses Teil in der Hand haben und da ist in allen Sprachen drauf, komm nach Deutschland, du kriegst was zu essen, würde ich ja auch machen. Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket 24 Hours und ihr seht's, mein Freund Thomas sitzt neben mir, also Zeit für eine neue Ausgabe. Zwei Franken auf Phuket. Servus Thomas. Servus Pico, alles gut bei dir? Alles gut, bis auf die Hitze. Ich dachte, es ist Regenzeit, es wird ein bisschen kühler, was ist denn los? Ich bin durchgeschwitzt nach 2 Minuten. Naja, es ist natürlich mehr feucht durch die Regenzeit, da wird man halt ein bisschen nässer wie sonst. Ne? Nässer? Nässer, da geht's schon wieder los. Ist das nicht fränkisch, nässer? Mit deinem Nassauer, Fränkisch nässer. Und mit deinem Deutsch, das wird... Feuchter oder wie? Oder wie sagt man denn? Feucht, kennst du das Dorf, das ist bei Nürnberg? Feucht? Feucht oder noch feuchter, ja. Naja, wie auch immer. Schön, dass du Zeit gefunden hast, haben jetzt ein paar Tage nichts mehr gemacht und höchste Zeit, mal wieder so ein kleines Update von Phuket hier und Kamala zu machen, aber auch so ein bisschen wollen wir nach vorne schauen, beziehungsweise nach Europa, nach Deutschland schauen, was da so los ist. Und da ist ja auch einiges am Start, aber vielleicht mal zuerst hier in Kamala. Was ist im Moment los? Was gibt's Neues aus der Kokosnuss? Naja, wir sind gerade ein bisschen am Umbauen. Wir tun neue Klimaanlagen rein, weil wir machen eine Klinik in die Kokosnuss. Lasst euch überraschen, was da rauskommt dabei. Also wir haben zu tun und wir hoffen natürlich, dass jetzt durch diese Änderungen auch wieder mehr Geschäft zu uns kommt oder nach Kamala. Es ist ja immer noch ruhig, weil relativ wenig Leute da sind, aber so langsam wird es schon, glaube ich. Und jetzt ab 1., ist heute schon der 1. oder morgen, ich weiß gar nicht. Da ich bin gerade auch überfragt. Ja, bis das Video online geht, ist es mit Sicherheit schon der erste. Ja, genau. Und dann kann man ja ohne irgendwas rein, also man braucht da den Thai-Pass nicht mehr und da denke ich schon, dass viel Kurzentschlossene kommen werden, wenn sie denn überhaupt kommen können, weil die Flieger sind ja anscheinend voll und so weiter. Chaos in Deutschland, keine Ahnung, was da los ist. Wir sitzen hier auf Kamala oder Phuket. Red nicht lange um heißen Brei rum. Du hast es gerade reingeschmissen, eine Klinik machst du auf. Wirst du jetzt Doktor oder machst du hier in Kamala eine Klinik auf? Oder was passiert hier genau? Das ist so ein bisschen mit Naturheilmedizin. Ja, man hat ja auch Marihuana hier legalisiert. Und da ist natürlich auch das ein Bestandteil der Medizin. Und die Leute können sich dann beraten lassen, was für was ist. Wenn du zum Beispiel nicht schlafen kannst, kannst du sagen, ich kann nicht schlafen. Und dann kriegst du halt die richtige Medizin dafür. Ob das jetzt dann ein Gras ist oder ein Öl oder vielleicht eine andere Naturheilmedizin, die haben wir natürlich auch im Programm. Marihuana legalisiert in Thailand. Wer hätte das gedacht, dass Thailand da der Vorreiter ist, noch vor Deutschland? In Deutschland ist es auch im Gespräch, man hört von Lauterbach so Step by Step, möchte er auch in Deutschland für den Privatkonsum, glaube ich, mehr oder weniger Marihuana legalisieren. Aber bleiben wir hier in Thailand, überraschend für dich? Naja, nicht wirklich überraschend. Das war schon lange geplant. Also vor 3, 4 Jahren, da hat die Chang Brauerei schon mal so ein Marihuana-Event gehabt. Da haben sie alle Offiziellen eingeladen.
Also von der Regierung waren da halt verdonnert. Und ein Freund von mir, der hier lebt aus Phuket, der Amerikaner, der war da auch vor 4 Jahren, über den habe ich das erfahren. Also das war schon über längere Zeit geplant. Die haben ja auch richtige Gewächshäuser hier, wo sie das züchten und so. Dann gab es ja diese Drinks, hast du ja auch schon gesehen, die gibt es ja schon länger. Und ich denke mal, Thailand, ja, die sagen sich natürlich auch als Geschäftsmodell, ist es natürlich nicht schlecht, da vorzubrechen. Weil Marihuana ist ja, glaube ich, schon, oder Cannabis wird ja schon weltweit immer irgendwo geraucht oder verbraucht oder in Essen mit, ins Essen mit zubereitet. Konsumiert. Konsumiert, genau. Und von dem her war das, glaube ich, irgendwo eine logische Schlussfolgerung, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das jetzt. Und da wird es dann, wie gesagt, demnächst Neuigkeiten auch aus der Kokosnuss geben. Da wollen wir aber nicht zu viel im Vorfeld verraten. Also seid gespannt, liebe Kokosnuss- und Kamala-Fans, wenn ihr hierher kommt. Die Dröhnung ist euch sicher, hätte ich mal fast gesagt. Thomas, ansonsten relativ wenig los, aber ist ja normal, denke ich, um die Jahreszeit. Es ist bekannt, ich bin jetzt seit 6 Monaten mittlerweile hier. Ich kenne so die Regenzeit, also die Low Season noch nicht so wirklich. Ist es so wie immer oder hast du das Gefühl, sogar ein bisschen mehr los? Ja, es ist, glaube ich, so wie eine Low Season war vor Corona. Also ich kenne auch Low Seasons, wo wir wirklich auch 3 Monate zugemacht haben, weil überhaupt nichts los war. Dann wurde das aber immer mehr, hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass dieses Sunwing, Sunprime, Kamala Beach Hotel und natürlich die ganzen anderen Hotels, die es in der Zwischenzeit gibt, die gab es ja früher nicht. Und früher war das ja das reine Kamala Beach Hotel und da war nichts los. Da waren halt auch wenig Leute da. Also die Vermarktung der Low Season hat schon gut funktioniert in den letzten Jahren, weil es ist ja trotzdem noch warm. Gut, das Meer, da musst du ein wenig aufpassen wegen der Strömung. Aber trotzdem ist es ja nicht irgendwie, ja, heute ist auch Low Season, es hat geregnet, wir sitzen hier und schwitzen. Also. Und es ist natürlich für viele auch so, dass sie sagen, es ist einfach immer noch günstiger nach Thailand zu fliegen mit der Familie, als wie jetzt irgendwo in Mallorca Urlaub zu machen, was ja auch total überlaufen ist momentan und deswegen teuer natürlich. Naja, Mallorca ist natürlich für Kurzentschlossene und für ja, mal eine Woche oder was mit Sicherheit immer eine Destination, was von Deutschland aus angeflogen wird, wenn du von Deutschland dann überhaupt rauskommst. Die Frage ist, kommt man denn überhaupt nach Mallorca oder nach Thailand? Du hast es mitbekommen, in Deutschland die Situation, die Flughäfen machen schlapp. Die Leute teilweise 10, 12 Stunden am Check-in-Schalter finden ihre Koffer nicht mehr, die Flüge gehen ohne die Leute raus, die Leute klappen zusammen, viele ältere Leute haben riesen Schwierigkeiten, ein Chaos hoch 10. Was ist los in Deutschland? Nicht nur in dem Bereich, nimm die Deutsche Bahn mit ihrem 9-Euro-Ticket, die Leute stehen vor der Bahn, kommen nicht rein, also alles mehr oder weniger so ungeplant. Du bist ja auch schon ein paar Tage älter. Das war in Deutschland früher ganz anders. Ja, vielleicht kann man sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ungefähr kommt es einem ja vor. Also ich meine, man weiß ja, dass wenn man alles Leute entlässt und wenn es dann wieder mal angeht, das müsste ja irgendwie planbar sein. Aber ich glaube, das liegt vielleicht doch daran, keine Ahnung, wer ist da verantwortlich? Wer plant sowas? Ich meine, man weiß ja, wenn man dann wieder aufmacht, dann brauche ich ja wieder die Leute. Habe ich zu wenig Leute oder man muss es halt wirklich limitieren. Ist es gewollt, dass die Leute weniger fliegen? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß jetzt, gestern zum Beispiel kam eine Familie an aus Deutschland. Gut, ich habe mich mit denen jetzt nicht viel unterhalten. Die haben jetzt aber auch nichts Negatives gesagt, dass sie ein Problem hatten am Flughafen. Vielleicht hat man natürlich den Extremfall, den man dann wieder so aufbläst, dass es in Wirklichkeit gar nicht so schlimm ist. Ich weiß es nicht. Du weißt ja, wie man die News immer so gestaltet. Ne? Man tut ja immer das Extrem rausstellen. Und das, was so normal läuft, zeigt man nicht. Vielleicht läuft 90% normal und 10% Ja, aber 10% mal ganz ehrlich, Thomas, ohne dir zu nahe treten zu wollen, die Bilder von den Flughäfen in Deutschland, die sprechen Bände, die Leute stehen in Schlangen, das ist ja nicht irgendwie gestellt. Also. Und wie gesagt, wenn du am Check-in-Schalter stehst, Schlangen von 500, 600, 700 Metern, die vielleicht auch ein bisschen übertrieben, vielleicht sind es auch nur 300 Meter, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ist zu viel. Ich weiß, wenn ich in der Schlange beim letzten Mal, wie ich von Frankfurt hier nach Phuket geflogen bin, hatten wir eine Schlange, wo wir 1,5 Stunden gestanden sind und da gehen schon die Nerven durch. Hm. Wenn du dann das Gefühl hast, du kommst nicht mehr in deinen Flieger oder bekommst keinen guten Platz mehr oder was auch immer oder dein Gepäck geht nicht mehr mit. Jetzt fährst du am Flughafen morgens um 5 und um 17 Uhr abends stehst du immer noch da und kommst nicht weg. Also das hat nichts mit Dramatisieren zu tun. Es ist einfach eine Katastrophe, was da in Deutschland passiert. Und letztendlich die Auswirkungen
Auswirkungen haben dann auch die Touristengebiete, ne? Wenn die Leute nicht im Urlaub kommen, wie jetzt eben dann hier in Thailand in Phuket, oder dann bleiben wir auf Mallorca, was im Moment wo sehr, sehr gut gefüllt ist, trotz alledem viele Menschen nach Mallorca fliegen wollen oder sonst wohin und einfach nicht wegkommen, oder anhand der Berichterstattung sie natürlich sagen, das tue ich mir nicht an. Also die Kurzentschlossenen werden mit Sicherheit im Moment was anderes zu tun haben, als jetzt kurzfristig einen Last-Minute-Flug zu buchen und irgendwo in den Süden zu fliegen. Also so bescheuert kann man ja gar nicht sein. Ja, also ich persönlich würde auch nicht fliegen, wenn ich jetzt nicht müsste. Ja? Weil ich meine, da 3, 4, 5, 6 Stunden in der Schlange zu stehen, ist ja grausam eigentlich, logisch. Ja? Da kriegst du ja einen Urlaubskoller. Da ist ja der Urlaubserfolg schon weg, bevor du zurückkommst. Ne? Also kurz entschlossen wird wahrscheinlich jetzt niemand ins Flugzeug steigen und so ein bisschen in die Ferne geschaut. Man hört in Deutschland die Zahlen, die Covid-Zahlen gehen wieder nach oben. Lauterbach schlägt schon wieder die Alarmglocken und ordert Impfstoffe bis zum geht nicht mehr. Was bedeutet das, wenn der Herbst kommt? Und der Herbst ist ja dann auch die Zeit, wo die Saison hier in Thailand wieder losgeht. Kommt dann der nächste Lockdown und die Leute können dann fliegen. Die Flughäfen sind wieder leer, haben Personal ohne Ende, aber man kommt nicht mehr raus. Könnte passieren, ne? Aber was ich natürlich auch nicht verstehe in dieser ganzen Geschichte, auch mit dem Krieg jetzt, ist ja ähnlich, ist ja auch zur Corona-Zeit. Corona ist ein Krieg und dieser Ukraine-Krieg ist ein Krieg. Was ich nicht verstehen kann, dass man diesen Firmen, speziell auch die Impfstoffe herstellen, ja, die man ja in der Pandemie, wenn es denn eine ist, oder es ist ja anscheinend auch eine, ich meine, Leute starben, wurden krank, dass man dann einfach denen zugesteht, dass sie so viele Milliarden an Gewinn machen können, anstatt diese Milliarden den Geschädigten wieder zuzuführen, zum Beispiel den Impfgeschädigten auch oder auch die Leute, die einfach ihre Existenz verloren haben. Ich meine, du kannst ja auch nichts dafür. Ich habe ja Glück, dass ich hier überhaupt noch existiere. Ja? Das hat ja auch mit einigen Umständen zu tun, dass ich noch da bin. Würde ich von allen fallen gelassen worden, wäre ich heute auch weg. Ja? Und warum darf eine Firma, die jetzt diese Impfstoffe hergestellt hat, die ja sogar von der Regierung unterstützt wurde, um das schnell zu machen, warum wird da nicht gesagt, okay, 90% deines Gewinns geht wieder zurück ans Volk? Was haben die Aktionäre damit zu tun? An dem Leid zu verdienen, dass die Menschheit leidet, ist doch falsch. Und genauso ist es übrigens mit dem Krieg. Wenn jetzt diese ganzen großen Produzenten von Waffen einfach gezwungen würden, 90% ihres Gewinns wieder abzugeben, dann würden die sich vielleicht überlegen, scheiße, wir überlegen uns mal, ob wir was anderes herstellen. Ja, weil du natürlich an so einem Leid so wahnsinnig verdienen kannst. Wenn ich jetzt so eine Aktien hätte, würde ich ja wahrscheinlich auch ein Maul halten und sagen, geil, ich hatte erst meine Pfizer-Aktien, habe die rechtzeitig verkauft, bin ins Waffengeschäft rein, verdiene überall super. Geil, wenn du natürlich dieses Spiel betreibst. Aber das ist ja eigentlich schon ein unmoralisches Spiel, denke ich mal. Ich bin jetzt aber auch kein Kommunist oder Sozialist oder Kapitalist. Aber man muss doch mal einen Weg finden, der in der Mitte liegt, wo man irgendwo durch diesen Planeten kommt, der ja wunderschön ist eigentlich. Zum Thema Impfstoff habe ich gestern einen Virologen im Fernsehen gesehen und der hatte auch eine ganz, ganz klare Meinung gesagt, wofür denn jetzt eigentlich die zweite Boosterimpfung, also die vierte Impfung, wenn man ja eigentlich beschlossen hat, dass der Virus sich jetzt einfach ausbreiten soll, weil einfach die Gefahr von schweren Erkrankungen und Intensivstationen und so weiter einfach nicht mehr gegeben ist, wofür sich dann eigentlich noch impfen lassen. Das ist der eine Punkt. Zum anderen Punkt bin ich bei dir, ist ein Riesengeschäft und das Geschäft möchte man sich natürlich nicht abschneiden und wenn man sich's gefallen lässt, dann letztendlich wird es immer so weitergehen und Lauterbach ist ein absoluter Befürworter, arbeitet mit Angst, macht den Leuten Angst, die Leute lassen sich gerne Angst machen, es ist halt einfach so, demzufolge werden wir das nicht verändern. Ja, schaut so aus, ne? Aber ich meine, die Regierungen der westlichen Welt, ich meine, da gehört ja Amerika dazu, der ganze Westen, wo ja überwiegend diese Impfstoffe hergestellt werden, die könnten sich doch wirklich mal überlegen, oder auch diese Kriegsmaschinen, dass man einfach sagt, okay, das ist geil, aber ihr dürft 90% des Gewinns müsst ihr zurückführen an die Geschädigten. Sollen doch die Rüstungsindustrie auch wieder Geld abgeben an die Ukraine. Jetzt zahlt wahrscheinlich der Bürger von der westlichen Welt diesen Schaden, was da in der Ukraine mit denen ihren Waffen angerichtet worden. Das ist ja unglaublich eigentlich, das ist ja Wahnsinn. Das wahrscheinlich kannst du streichen, weil das zahlt er mit absoluter Sicherheit. Wie
fühlst du dich, wenn du im Fernsehen den G7 bzw. den G6-Gipfel siehst, lachende Gesichter und Schulterklopfen und so weiter und so weiter, und dann im Gegenzug sieht man dann natürlich die Berichterstattung, wie ja gerade in der Ukraine dann eben Frauen, Kinder, Zivilisten sterben und letztendlich seit Monaten, ich meine, der Krieg, der geht jetzt irgendwie so an die 4 Monate, korrigiere mich, wenn ich jetzt da falsch liege, auf jeden Fall viel zu lange haben diese Weltmächte es wirklich nicht im Griff, so einen Krieg dem gar auszumachen, müssen da Sanktionen von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat immer wieder nachgeschoben werden, als vielleicht gleich von vornherein auf den Tisch zu schlagen und mit allen Maßnahmen, die man zur Verfügung hat, das Ganze zu stoppen und zu sagen, hier ist Schluss. Also ich sehe hier die USA, ich sehe die NATO, ich sehe Europa, das sind die, wie gesagt, die Weltmächte, und kriegen letztendlich so ein Land wie Russland, wie Putin einfach nicht in den Griff. Der lacht sich eigentlich ins Fäustchen. Jetzt anhand dieser Karikaturgeschichte vor ein paar Tagen bezüglich Putin hat er ja auch ganz, ganz stark gekontert. Also man hat nicht das Gefühl, als hätte Putin irgendwo Interesse, den Krieg schnellstmöglich zu beenden. Und wenn man ganz ehrlich ist, man hat auch nicht das Gefühl, dass diese G7 und G6-Gipfel irgendwas in eine Richtung verändert, wo man sagt, okay, da ist bald Feierabend. Na, es geht ums Geschäft, da wird richtig Geld verdient. Und das kann man nur damit beenden, meiner Meinung nach, wenn man sagt zu diesen Rüstungsindustrien, ihr müsst das meiste wieder zurückführen. Dann ist es ja uninteressant, weil ein Geschäft, wo du nichts verdienst oder nur minimal verdienst, dann überlegst du natürlich als Geschäftsmann, was kann ich machen, was auch legal ist. Das ist ja eigentlich ein illegales Geschäft. Die verkaufen da Kanonen, wo der einen umballert. Auf der anderen Seite jammern sie rum, dass er in Amerika dieses Waffengesetz da nicht härter durchsetzen, dass die alle Waffen haben. Auf der anderen Seite schüren sie aber auch so einen Konflikt. Der wird ja geschürt von zwei Seiten. Ich meine, das war ja auch schon lange. Man hat ja damals schon, bevor Trump dran war, da waren wir ja schon kurz vor dem Krieg, der wurde ja auch gepusht. Ich bin jetzt kein Trump-Fan oder irgendwas. Der hat auch ein paar gute Sachen gemacht. Der macht jetzt zur Zeit, ist ein Riesenskandal. Ja, so ein bisschen magst du den Trump schon, oder? Du, ich beschäftige mich zu wenig damit, aber zurzeit hat er anscheinend, kommt natürlich vieles raus, ich habe es gar nicht irgendwo gesehen in einer Unterhaltung, der hat halt auch viel Scheiße gemacht. Ne? Also der ist halt auch in erster Linie für sein eigenes Geschäft da drin. Anscheinend geht er jetzt ja, wird er ja gerade abgesägt, also der wird nicht nochmal als Kandidat da sich aufstellen lassen können überhaupt. Vor Trump ging das ja schon in Richtung Krieg, dann durch den Trump, warum auch immer, entweder ist er Freund von Putin oder nicht, sei mal dahingestellt, wurde das ja dann wegen, kam ein bisschen mehr Ruhe rein in diesen Russland, in diesen Russlandhass. Und jetzt kam das natürlich wieder hoch, obwohl der Trump war es auch, wir sollen kein Gas von Russland kaufen, wir sollen denen ihr Fracking-Gas kaufen. Da geht es halt immer nur ums Geschäft. Und solange es nur ums Geschäft geht, um Profitgier, da wird sich das nicht ändern. Und ich meine, du musst ja dein Sicherheitsgurt anziehen, klar, damit du dich vor dich selber schützt, dass du nicht durch die Scheibe fällst. Aber wenn ich mich jetzt dafür entscheide, den nicht anzuziehen, dann bin ich ja alt genug, da tue ich ja nur mich damit bestrafen, wenn ich durch die Scheibe fliege. Weil mir sollen sie dann sagen, okay, der war nicht angeschnallt, den helfen wir nicht, den erschießen wir gleich, wäre dann für mich auch okay. Aber das heißt ja keine Steuer mehr, wenn du durch die Fensterscheibe fliegst, und demzufolge bestrafst du dann wieder das Land. Ja, es geht ja jetzt darum, dass du praktisch dann behandelt wirst und dass das natürlich Kosten bringt für die anderen Bürger. So wird es ja auch gesehen, also muss man es ja auch andersrum so sehen, wenn so eine Pandemie ist, warum dürfen die dann verdienen? Oder warum dürfen wir an Waffen verdienen? Muss ich immer wieder sagen, das ist eigentlich ein Hammer und das ist auch nicht mehr zeitgemäß mit dem Wissen, das wir haben. Wir haben heute alle, jeder hat so ein Smartphone oder zwei oder drei, auch in den armen Ländern, die können sich heute alle informieren, aber wir machen immer noch Kriege. Das ist für mich nicht verständlich eigentlich. Jetzt schalten wir auf jeden Fall erstmal die nächsten 2 Atommeiler ab, beziehungsweise die letzten 2 in Deutschland. Und gleichzeitig wollen wir ein Embargo gegen Russland verhängen, wollen kein Gas mehr aus Russland und wollen kein Öl mehr aus Russland. Ich frage mich, wie das funktionieren soll, und was ich mich auch frage und was ich mich schon seit langem frage, die aktuelle Bundesregierung schmeißt mit den Milliarden rum, wo ich mir wirklich Gedanken mache, woher nehmt ihr denn das Geld? Also von mir, weil ich habe gar nichts, also das kommt alles von mir. Woher nehmt ihr denn das Geld? Natürlich, da wird gedruckt, die Schuldenbremse ist nur noch eine Floskel, letztendlich wird Geld gedruckt ohne Ende, aber ich frage mich, warum geht sowas, wenn ein Krieg
zwischen Russland und der Ukraine stattfindet, warum kann man dann auf einmal, oder wenn eine Pandemie stattfindet, warum kann man dann auf einmal so viel Milliarden klar machen, wenn aber in Deutschland seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, schau dir unsere Straßen an, schau dir unsere Schulen an, schau dir unser Internet an, schau dir die vielen Gesundheitssystem, wo man immer eingespart hat in den letzten an, Jahren. Schau Obdachlosen an, die jahrelang auch gearbeitet haben, Steuern einbezahlt haben, die von Mülltonne zu Mülltonne laufen, die Pfandflaschen sammeln und so weiter und so weiter. Warum wurde da eigentlich nie Geld klar gemacht? Wo auch immer das Geld jetzt herkommt, warum kam es davor nicht her? Man hat eigentlich auch mal den Menschen in Deutschland, die nach dem Krieg das Land aufgebaut haben, da mehr oder weniger einen großen, wenn nicht den Hauptanteil haben, dass der Wohlstand in Deutschland auf dem Niveau ist, wie wir den zumindest hatten. Warum wird da nicht geholfen und warum helfen wir eigentlich immer nur, wenn es in Ländern wenn es nicht Deutschland betrifft, sondern Länder um Deutschland herum oder wo auch immer auf der Welt. Warum sind wir da immer Vorreiter und sind die Ersten, die Geld auspacken? Und wenn es uns im Land oder wenn es Menschen bei uns im Land schlecht geht, ist kein Geld für da. Verstehe nicht. Ja, ich meine, ich glaube, es geht ja auch wirklich nicht um den Menschen. Ne? Ich meine, dieses eine Video, wo der Bundeskanzler werden wollte, gelacht hat bei der Katastrophe. Laschet. Ja, das ist ja ähnlich, wie wenn sie da bei so einem... Die müssten ja eigentlich alle weinen bei so einem Summit da, wenn sie sich treffen. Die lachen ja alle, bloß sind die meisten halt clever genug, wenn die Kamera läuft, dass sie ein betröppeltes Gesicht machen. Genau, das ist ja alles Show. Ne? Die können natürlich, und der hat halt aus Versehen jetzt da wirklich gelacht. Und da hat man ihm einen Strick rausgedreht. Lass es dich klar fragen. Findest du es in Ordnung, dass wir Gelder für alles Mögliche zur Verfügung stellen, aber für die Bürger, und lass uns gendern, und Bürgerinnen im Lande eigentlich nichts da ist? Außer vielleicht Hartz IV und der niedrigste Satz, dass man so gerade und gerade vielleicht noch überleben kann? Ich meine, es ist wichtig, dass man hilft, aber man sollte nicht in Form von Waffen helfen, weil das nichts bringt. Weil wenn du ein Feuer ausmachen willst, dann tust du ja nicht nochmal Holz reinschmeißen, dass es mehr brennt. Und ich tue natürlich jetzt alle liefern. Wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon mal besprochen. Ich meine, der Putin will ja da einen Teil, vielleicht will er auch alles. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, der will ja wieder die Zeiten vor, was 17 noch was oder wann, wie immer das war, das Zahnreich. Das ist natürlich auch unrealistisch, wenn er das wirklich will. Ich weiß es aber nicht, ob er das wirklich will oder ob das nur so vorgefüttert wird, wie halt die Medien arbeiten. Die Medien arbeiten ja, wenn du jetzt der Putin wärst, dann könnte ich dich das fragen und dann sagst du mir vielleicht die Wahrheit oder nicht. Du kannst mich ja anlügen, das kommt ja auch noch dazu. Aber ja, ist so wirklich schon schwierig einzuschätzen. Ne? Aber natürlich sollte man in erster Linie seinen eigenen Leuten erst einmal helfen und seinem eigenen Land, bevor man dann nach andere Länder geht. Anderen Ländern zu helfen ist natürlich wichtig. Aber du hilfst natürlich auch nicht, wenn du jede Menge Leute bei dir reinnimmst, ins Land, die gar nicht zu dir passen, die ja ganz andere Ideologien haben, lieber im eigenen Land helfen. Aber wir haben ja dann, sind ja irgendwelche Kriege in dem Land, Hungersnöte oder was weiß ich was, dann kommen sie halt zu uns, weil sie dieses Teil in der Hand haben und da ist in allen Sprachen drauf, komm nach Deutschland, kriegst was zu essen. Würde ich ja auch machen. Ja, im Zweifel, wenn ich die Möglichkeit hätte und in meinem Land wäre schlecht und ich wüsste, das Land, wo Milch und Honig fließt, gehst doch hin, oder? Ein super Frühling und Frühsommer und der Sommer steht vor der Tür und die Deutschen scheinen dieses Jahr einen richtig tollen Sommer zu bekommen. Zeit, um an Badeseen und in Schwimmbäder zu gehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was da so in Deutschland, wenn du heute in Schwimmbad in Berlin oder Köln, Düsseldorf so weiter gehst. Wenn ich mir diese Bilder anschaue, und ich bin, weiß Gott, kein Ausländerfeind. Ich lebe selbst im Ausland und demzufolge bin ich da sehr, sehr tolerant. Aber wenn ich mir da diese Bilder anschaue, was da in diesem Schwimmbad jetzt zuletzt in Deutschland war, es in Berlin, glaube ich. Stattfindet, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haut's mir den Vogel raus. Du siehst sehr, sehr viele Ausländer. Ich habe eigentlich nur Ausländer gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mag sein, dass das von den Medien mit den Kameras so ein bisschen gestellt wird. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Letztendlich sind die Protagonisten trotz alledem aggressiv ohne Ende.
Da waren Kinder, da waren Frauen, da waren Mütter, die sich da, es war ein Familientag, an dem die Leute bei schönem Wetter sich einfach da in dem Schwimmbad chillen wollten. Ja, wollten einfach genießen nach und Corona. Und da entstehen Situationen, wo Schlägereien stattfinden, wo Sicherheitsdienste, also wenn man überhaupt vorstellt, dass ein Schwimmbad ein Sicherheitsdienst rumlaufen muss, der schauen muss, dass da nichts passiert, der letztendlich allerdings, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, nur rumgestanden ist und letztendlich überhaupt gar nicht eingeschritten ist. Was ist denn da los und warum hat da die Gesetzgebung, finde da keine Mittel und Wege, sowas zu unterbinden? Also ich meine, erstmal ist es grausam, dass sowas passiert, aber der Sicherheitsdienst, ich glaube, wenn der da, du musst du ja reinhauen mit Gewalt, ja, wenn der da einen richtig einem drüber zündet, dann ist er ja wieder dran, ja, dann sagt er, wieso hast du jetzt den im Prinzip erschlagen oder was auch immer oder bewusstlos oder krankenhausreif geschlagen. Also die sind ja dann auch wahrscheinlich in der Zwickmühle, dass sie gar nicht so richtig können, auch wenn sie es vielleicht könnten von der Ausbildung denn, her. Warum, dann muss man das halt schon beim Einlass aussortieren. Ich meine, es war ein Familienfest und die Leute, die da bei dieser Schlägerei beteiligt waren, also das waren mit Sicherheit keine Familien, die beim Familienfest teilgenommen haben, sondern das waren ganz normale wenn ich es jetzt mal Badegäste nenne, dann das ist ein gutes Argument. Aber jetzt sagen sie ja, die Leute sollen nicht mehr ins Schwimmbad gehen, anstatt zu sagen, okay, wir machen Familienfest, du kommst nur mit Familie rein, da müssen halt die Leute, aber dann sind wir schon wieder dran, muss jeder seinen Ausweis abgeben, dann siehst du ja im Computer, hat er Vorstrafen oder was, ging ja rein theoretisch. Ja. Aber es ist ja Wahnsinn, wo wir da hinführen. Ja. Aber scheinbar nicht anders möglich. Wie wäre es denn mit Mitgliedsausweisen, dass man eben sich registrieren muss oder eben Mitgliedsausweise für das jeweilige Schwimmbad, Schwimmbad darfst und dann eben auch nur dementsprechend die Leute, wo man das Gefühl hat. Und du darfst vielleicht einen Gast mitbringen, wenn dich einer besucht. Ja, zum Beispiel wäre Möglichkeit, weil leider ist es aber so. Ja. Ich meine, wenn wir früher in Ansbach ins Schwimmbad gegangen sind, haben wir dran gedacht, Fußball zu spielen oder wie Weiber zu tauchen, aber doch nicht an sowas. Bei der Berichterstattung im TV war dann irgendwie so der älteste Bademeister Deutschlands zugeschaltet und er hat kritisiert und da bin ich ganz bei ihm, wird ja wohl so sein, wenn das dann eben auch sagt, dass das Problem ist, dass die Leute dann eben letztendlich festgemacht werden, Polizei kommt, die Leute mit aufs Revier nimmt und eine Stunde später werden sie mit einer Verwarnung wieder rausgeschickt. Also da sind dann wahrscheinlich auch die Strafen viel zu milde. Also ich denke mal jetzt in dem Land, wo wir uns jetzt befinden, wenn wir sowas machen würden, da kommst du ja nicht gleich wieder raus, da bist du erst mal im Knast. Viel, viel weniger Sachen schon. Ne? Drum überlegt sich natürlich der Ausländer hier auch dementsprechend was zu machen, weil er ganz genau weiß, da bist du erst mal im Knast. Ist die Gesetzgebung in Deutschland zu lasch? Mit Sicherheit in solchen Fällen ja. Also wenn einer persönlich Gewalt an einen anderen anlegt, sollte er schon dementsprechend wissen, dass er hart bestraft wird, weil es gibt da keine Entschuldigung dafür, einfach jemanden anzugreifen oder zusammenzuschlagen. Gut, wenn jetzt mal zwei Jungs aufeinander losgehen, das haben ja wir vielleicht auch gemacht in jungen Jahren, dann schlägern die halt und dann hören sie aber wieder auf. Ja, wenn dann einer sagt, jetzt reicht's, also so kannte ich das, dann hat man aufgehört. Und nicht dann noch bis zum Schluss reingedonnert, bis dann die Augen rausfliegen oder was. Beim G7-Gipfel wurde im Vorfeld so ein bisschen kritisiert, dass sehr, sehr viel Polizei und sehr, sehr viel Sicherheit an erster Stelle stand. Auch sehr viel Geld für diese Sicherheit investiert wurde. Letztendlich wurde aber auch gesagt, und das hat sich auch wieder bewahrheitet, in Bayern ticken die Uhren anders. In Bayern passieren solche Sachen wie auch damals in Hamburg, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja, nicht so. Und das hat dann auch schon so ein bisschen was mit der Härte der Polizei zu tun, die in Bayern mit Sicherheit anders tickt als jetzt sonst wo in Deutschland und bestätigt ja auch so ein bisschen, dass die Polizei einfach teilweise viel zu lasch ist oder sich einfach in Dinge gar nicht so wirklich involviert, weil könnte sich ja mal eine auf die Nase kriegen. Ne? Wobei man natürlich auch sagen muss, in Hamburg zu sichern und Bayern da, dieses Tal, wo die da sind, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Also so einen Gipfel in Hamburg zu machen, wo man eh schon weiß, was da für Leute unterwegs sind, ja, das ist ja Irrsinn. Wer sowas plant, ist ja von vornherein schon geisteskrank. Ist natürlich gut, wenn man so einen Gipfel in einer Gegend macht, wo man weiß, das kann man besser sichern. Also das ist Irrsinn im Prinzip, was die da gemacht haben. Jetzt haben wir genug gemeckert. Ich würde sagen, wir
nachdem das Wetter jetzt ein bisschen schöner wird, chillen uns noch so ein bisschen am Strand und verfolgen dann so noch, was bei dir in der Kokosnuss so passiert. Bleibt dran und wie gesagt, beim Thomas wird sich so einiges tun. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bleibt uns wohlgesonnen und bis demnächst hier auf Phuket 24 Hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Servus, ciao, bye bye. Tschüss, bis bald in Kamala.